Roman, an diesen Anblick könnten sich die Fans von Amira Pocher, 29, wohl gewöhnen. Die Luxusurlauberin ist zurzeit im Oman unterwegs und hat einen attraktiven Begleiter im Schlepptau. Amira und ihr Göttergatte Oliver Pocher, 43, erholen sich zurzeit zwischen Sonne, Strand und Meer von ihrem unschönen Einbrecherschock. Mit dabei ist neben den gemeinsamen zwei Söhnen auch ein gut aussehender Sonnyboy. Der treuen Amira-Fans bereits bekannt sein dürfte. So handelt es sich um keinen geringeren als den großen Bruder der Vox-Moderatorin und Let's Dance-Kandidatin. Wie bereits ab und an in der Vergangenheit hatte der muskulöse Bartträger jüngst erneut einen kleinen Gastauftritt in Amiras Instagram-Story. Mit breitem Grinsen und oberkörperfrei saß der Promi-Bruder beim Kartenspielen hinter dem Verandatisch und schien seinen Urlaub sichtlich zu genießen. In einer Fragerunde hakte eine Userin mit einem Lachemoji bei Amira nach, wie viele Nachrichten hast du bekommen, als du deinen halbnackten Bruder gezeigt hast, fragt nicht, scherzte die 29-Jährige und schwärmte über ihren begehrten Begleiter, er ist wirklich toll. Einen Haken gibt es allerdings. Amira Pocher beantwortet vielgestellte Frage zu ihren Kindern alle Fans, die sich nun erhofft hatten, Amiras Bruder kennenlernen zu können. Bekommen einen herben Dämpfer verpasst. Ladies, sein Herz gehört nur einer Frau, klärte seine 2 Jahre jüngere Schwester auf, und auch zu einer anderen Frage, die Amira oft erreicht hat, gab es Aufschluss. Wo sind eure Kinder im Urlaub? Hatten sich manche der rund 940.000 Instagram-Follower gewundert. So waren die 1 und 2 Jahre alten Pocher-Söhne weder beim Bogenschießen noch bei einem Kinoabend am Strand oder ähnlichen Gelegenheiten zu sehen. Viele Aktivitäten, die Amira und Olli in dem 5-Sterne-Resort unternehmen, würden nur rund eine halbe Stunde dauern, schrieb die Österreicherin. Und es gibt einen Kids-Club. Ansonsten sind sie immer dabei, nur für euch nicht zu erkennen.